Bist du manchmal gestresst, wenn du an deine Finanzen denkst? Zum Beispiel, wenn du abends im Bett liegst? Einen großen Teil von deinem Finanzstress kannst du eigentlich mit 5 Tricks verhindern. Und welche das sind, darüber sprechen Xenia und ich, Emil, in dieser Folge Geld ganz einfach. Saidi ist nämlich im Urlaub, deswegen ist Xenia heute mit mir hier. Genau. Und wir bei Finanztipps sind eben der Meinung, Finanzen kannst du selbst, und zwar mit ziemlich wenig Stress. Und wir zeigen dir wie. Genau. Wir haben ja letztens gequatscht und dann sind wir so drauf gekommen, es gibt so 5 Finanztipps, die uns nachts besser schlafen lassen und uns so eine gewisse Scheißegal-Mentalität ein bisschen verleihen. Und darüber sprechen wir jetzt. Es sind 5 Sachen. Starten wir mit dem ersten und mit dem wichtigsten, mit dem Notgroschen. Ja, ist natürlich, sage ich mal, die wichtigste Sicherheitsreserve, also jetzt egal, was in deinem Leben passiert, Auto kaputt, Auto schafft es nicht durch den TÜV, ne? Klassisches Mies. Problem, Job verloren, also ja. Passiert ja jetzt wahrscheinlich nicht oft im Leben oder so, denke ich mal, aber ist natürlich eine krasse Angst, also da hängt ja alles dran, ja, sage ich mal. Oder ganz klassischer Fall, Mietkaution nicht zurückbekommen, habe ich gehört. Süß. Genau, bei mir war es jetzt, ich bin vor 2 Monaten umgezogen und ich habe von meinen alten Vermietern meine Kaution noch nicht zurückbekommen, musste aber schon in der neuen Wohnung die Kaution bezahlen und ich habe mir gedacht, ey, es könnte mir nicht mehr scheißegal sein, als mich irgendwie um den Kautionsübergabeprozess irgendwie zu stressen, sondern ich wusste, ich habe so viel Notgroschen, ich kann mir locker die neue Kaution leisten und wann auch immer die alte Kaution von der alten Wohnung kommt, es ist so egal. Und das war halt echt so, wo ich mir gedacht habe, boah, es ist so nice, einfach einen geilen Notgroschen zu haben. Und zum Job weghaben, dazu habe ich voll die schöne Community-Story. Uns hat mal ein User geschrieben, ich weiß nicht, ob es unter einem YouTube-Video war oder unter einem Instagram-Post. Und er hat geschrieben, ey, dank euch oder ich bin euch so dankbar, weil er hatte halt auch vor den fetten Notgroschen sich aufgebaut. Und dadurch hatte er Bewerbungsgespräche, hat sich aber dadurch nicht unter Stress oder unter Druck setzen lassen, weil er gesagt hat so, ey, ich kann den Job annehmen, aber ich weiß, wenn ich den jetzt nicht annehme, ich kann locker noch 2-3 Monate weiter auf Jobsuche gehen und den Job mir auswählen, den ich halt haben will, weil er einen Notgroschen hatte und damit alle seine Fixkosten wie Miete, ich weiß nicht, ob er ein Auto hatte, aber Versicherungen und so weiter halt einfach noch abgedeckt waren. Das ist halt, glaube ich, echt ein krasser Luxus, den man sich damit so ein bisschen dazu holt. Vor allem halt auch erarbeiten kann, ne? Das ist ja echt das Coole, du. Voll, genau. Baust dir das ja selber auf und kann ich voll verstehen, also ich glaube, jeder war schon mal in so einer Situation, du bist irgendwo beim Vorstellungsgespräch und man merkt ja manchmal schon, ne, manche Firmen geben sich ja nicht mal Mühe, das zu verstecken. Ja. Du sitzt im ersten Gespräch da und denkst dir so, okay, wow, irgendwie echt keine gute Atmosphäre oder echt schwierige Einstellung und so. Und ja, dann hast du da natürlich irgendwie die Freiheit zu sagen, ich muss jetzt hier nicht unbedingt unterschreiben und dann wieder kündigen und habe vielleicht ein Lebenslaufproblem oder so, sondern ich warte noch mal einen Monat oder 2. Finde ich, ist auch, also Notgroschen aufbauen ist halt wirklich, gerade jetzt wie bei dir mit diesem Mietkautions-Cashflow, finde ich es totale Erleichterung. Voll. Das ist ja ganz klassisch, das ist einfach nur ein Cashflow-Problem. Ne? Du kriegst halt die Kaution von der alten Wohnung ja zurück, nur halt wahrscheinlich Ende des Jahres oder so. Genau. Ja, aber dann, das ist natürlich cool, wenn du dann nicht, keine Ahnung, zu den Eltern oder deinen Freunden gehen musst und sagen, hey, ich brauche 2000 Euro. Sondern wenn du das einfach regeln kannst, finde ich, ist auch total wichtig für finanzielle Unabhängigkeit, also in der Partnerschaft. Total. Wenn du zusammenlebst, vielleicht auch wenn jetzt, keine Ahnung, deine Partnerin, dein Partner verdient mehr als du, finde ich, gibt einem das trotzdem voll viel Sicherheit, weil du weißt, jetzt auch im Notfall, wenn ich meinen Job verlieren sollte zum Beispiel oder die Firma, bei der ich arbeite, geht pleite, dann bin ich jetzt nicht auf die andere oder den anderen angewiesen. Voll. Und finde ich noch mal krasser, wenn du ihn verlassen willst oder genau. Sie. Ja, voll. Weil dann musst du dir auch, dann fängt ja wieder alles an. Okay, du brauchst neue Möbel wahrscheinlich, du brauchst wieder Kaution, gegebenenfalls Makler,
Gebühren? Oder zahlt man die das schon gar nicht mehr? Die zahlt man gar nicht mehr. Rückzug? Na, der Besteller, wenn du dir einen suchst, musst du ihn, glaube ich, schon bezahlen. Okay. Aber müsste ich jetzt nachschauen. Aber genau, aber das sind so kleine Feinheiten. So, da brauchst du dir dann einfach keinen Stress machen. Und dann bist du auch nicht nur in der finanziellen Unabhängigkeit, sondern allgemein in einer Beziehungs- oder persönlichen Unabhängigkeit. Das kauft dir einfach ein Stück Unabhängigkeit und Freiheit. Und ja, das ist ziemlich nice. Und weil wir uns dann noch überlegt haben, so, weil Auto und Waschmaschine und Kühlschrank kaputt gehen, das ist mir übrigens auch passiert. Ich bin umgezogen, musste Kaution vorstrecken und dann ist natürlich, ich habe meinen Kühlschrank aufgebaut, dann ist mir aufgefallen, mein Kühlschrank ist am Arsch. Oder der ist halt kaputt. Das heißt, ich musste mir noch zusätzlich einen Kühlschrank kaufen. Auch kein Stress, weil geht ja. Ich kann es mir ja leisten. So, aber das sind halt so Kleinigkeiten, die irgendwie, ich muss mich da einfach nicht verkopfen. Und was voll wichtig ist, ich habe mal irgendwo einen Spruch gelesen, weil ich hatte voll oft so den Gedanken so, okay, ich bin Einzelkind und ich hatte immer so, wenn irgendwas ist, meine Eltern sind ja da und die sind finanziell auch abgesichert und die können mich irgendwie auch mit auffangen. Und dann habe ich aber einen Spruch gelesen, deine Eltern sind nicht dein Notgroschen. Und dann habe ich mir gedacht, ja Mann, sind sie nicht. Ich bin alt genug, ich sollte nicht mehr so denken, dass wenn was ist, dass meine Eltern mich auffangen können. Natürlich würden sie es machen, aber nein. Ich will unabhängig sein und das genau hat mich dann nochmal dazu verpflichtet, mein Notgroschen ein bisschen ernster zu nehmen und dann zeitgleich auch ein bisschen ETF ein bisschen runterzuschrauben und dann mich darauf zu konzentrieren. Deswegen halt auch Top 1, ne? Egal in welcher Lebenslage, ey, Notgroschen A und O. Leute. Reduziert Stress so massiv. Brutal. Aber Punkt 2, halt auch super wichtig, es gibt ja genügend Situationen im Leben, in denen der Notgroschen nicht mehr reichen würde. Ich hatte jetzt tatsächlich noch nie eine, aber es kann ja zum Beispiel passieren, in wie viel Stock wohnst du, Xenia? Im zweiten, im dritten. Siehst du, ja? Ne, du wohnst im dritten Stock, sagen wir mal, du bist am Balkon, gießt deine Blumen, schmeißt den Blumentopf runter und ballerst den voll auf den Porsche 911 GT3 von dem Typen gegenüber. Ja. Mies. Das Ding ist, wenn es passiert, fällt dir der Blumentopf nicht runter, wenn da unten nichts steht, sondern natürlich wenn nicht. Oder der Twingo von deiner Nachbarin von 1998, sondern wenn der Porsche von dem Typen gegenüber oder natürlich so da steht. Und da reicht der Notgroschen ja vielleicht nicht mehr, also keine Ahnung, was rauskommt, wenn man im Blumentopf aus dem dritten Stock auf so einen 911 dengelt, weiß ich nicht. Sicher aber nichts Gutes. Auf jeden Fall nichts Gutes. Wahrscheinlich jemand mit einem ziemlich hohen Puls. Notgroschen würde nicht reichen, aber die Haftpflicht regelt es halt. Exakt, voll. Und bei der Haftpflicht sagen wir ja, es gibt so 5 bis 6 Merkmale, die eine sehr, sehr gute Haftpflichtversicherung ausmachen. Also der erste Punkt ist eine, ich nenne ihn den dicken Deckungsschutz, weil Alliteration. und der ist vor allem für Personenschäden wichtig. Das heißt, wir sagen so, mit 50 Millionen bist du sehr, sehr gut abgesichert, aber eigentlich sollte die Deckungssumme pro geschädigte Person 10 Millionen betragen. Ich hatte mal früher eine alte Haftpflichtversicherung, aber die war aus Österreich und da war die Deckelung irgendwie bei 1 Million pro Person. Und das halt sehr, sehr wenig, weil tatsächlich wilde Geschichte, oder nehmen wir mal an, weil das wusste ich nämlich nicht. Nehmen wir an, ich laufe jetzt bei Rot über die Ampel. Du bist als Autofahrer drin, musst mir ausweichen, weil du hättest ja theoretisch grün. Fährst dann in den Pfosten oder fährst noch vielleicht einen Radlfahrer um, dann bin ich dafür haftbar. Also das heißt, ich muss all diese Schäden begleichen, weil ich ja fahrlässig gehandelt habe, weil ich ja über Rot gelaufen bin und so weiter. Und wenn dann aber zum Beispiel jetzt Emil was passiert, weil du bist jetzt, sagen wir, gegen den Ampelpfosten oder so gefahren, dann wäre ich tatsächlich auch für deine Reha und für deinen Verdienstausfall haftbar. Und das geht in Millionenhöhe. Deshalb sagen wir, mit 10 Millionen je geschädigte Person bist du eigentlich ganz gut aufgestellt. Dann, wenn du jetzt Manuel Neuer vors Auto gelaufen wärst, reicht halt auch dein Notgroschen nicht mehr, gell? So ist es. Oh Mann, wild, ja, genau. Dann der zweite Punkt ist die Bestleistungsgarantie. Das heißt, es gibt Versicherungen, die listen einfach alle möglichen Szenarien auf, diese halt ab. Diese versichern würden. Aber richtig gute Versicherungen, die haben dann so einen Punkt einfach drin und sagen so, ey, wir bieten den Schutz, den die beste Versicherung auf dem Markt aktuell bietet. Und das ist halt super nice, weil dann brauchst du dich eigentlich gar nicht mehr damit befassen,
Das Einzige, was du vielleicht dann machen müsstest, wenn dein Szenario eintrifft, müsstest du einfach mal googeln, was ist so die beste Versicherung, deck die ab und dann könntest du es dann vorlegen und sagen, ey, die und die haften dafür. Aber nur Basis gegen Basis. Exakt. Und Premium gegen Premium, exakt. Richtig? Genau, immer die gleiche, also du musst Gleiches mit Gleichem vergleichen. Also gleiche Tarifklasse sozusagen. Exakt, genau. Weil sonst wäre es natürlich viel zu schön, weil da könntest du dir die billigste irgendeinen Scheiß aussuchen und dann sagst du, aber Premium bei der und der. Genau, das geht natürlich nicht. Aber? Dann bist du wie der Typ, der die PlayStation gewogen hat im Supermarkt. Genau, der. Oh Mann, das waren Zeiten. Genau, und dann, ich habe dazu leider keine, also dritter Punkt ist auf jeden Fall der Forderungsausfall. Ich habe keine aktuellen Zahlen dazu gefunden, aber 2018 hatten 15% der deutschen Haushalte keine Haftpflichtversicherung. Nein. Das ist halt richtig also crazy. Also ohne Witz. Ja. 15%. Statistisches Bundesamt, ja. Ich krass. Weiß nicht, wie es heute ist. Ich habe leider keine aktuellen Zahlen gefunden. Aber sagen wir, selbst wenn es auch 10% sind oder so, das immer noch. Das heißt, wenn dann, sagen wir, ich laufe bei Rot über die Ampel, du musst ausweichen, ich habe aber keine Haftpflichtversicherung. Das heißt, dann wird deine Haftpflichtversicherung für dich haften, weil ich keine Haftpflichtversicherung habe. Wenn ich den Forderungsausfall abgedeckt habe. Exakt, genau. Und das ist es halt, weil du musst auch tatsächlich an die Leute denken, die keine haben, obwohl ich das halt einfach nicht verstehen kann, weil eine gute Haftpflichtversicherung kostet dich halt im Jahr 50 Euro für einen Single, Familien, weiß nicht, zwischen 60 und 80 Euro, da kommen wir nämlich auch zum vierten Punkt, nämlich Familien brauchen nur eine Versicherung für alle, also gute Versicherungen, die beinhalten die komplette Familie oder die haften für die ganze Familie. Halt dann Familientarif. Exakt, genau. Aber das finde ich krass, ne? Wenn du überlegst, jetzt sagen wir mal, es sind 10% der Haushalte, die keine Haftpflichtversicherung haben. Das ist ja wirklich nicht viel Geld. Ja. Und du sicherst so krasse Risiken ab. Mhm. Also wirklich, wenn du jetzt sagst, du läufst auf die Straße, ich muss dir ausweichen, ne? Dann fahre ich in diesem Pfosten, dann ist mein Auto im Arsch. Mhm. Jetzt sagen wir, es ist irgendein Typ mit einem Neuwagen, sind schon mal 50.000 Euro weg. Jetzt ist der Ampelpfosten im Arsch. Ich weiß nicht, was so ein Ampelpfosten kostet, aber es sind bestimmt über Schnapper. 15.000 ja. Euro. Dann muss ich ins Krankenhaus. Meine Krankenkasse wird das ja nicht zahlen. Die wird dich das in Regress nehmen wahrscheinlich, würde ich mir jetzt mal vorstellen. Also die ganzen Behandlungskosten, genau. Die ganzen Reha-Kosten. Auf jeden Fall. Dann kann ich vielleicht 2 Monate nicht arbeiten. Dann muss mein Verdienstausfall bezahlen oder vielleicht ja sogar meinem Arbeitgeber, wie auch immer das läuft. Mhm. Also da kommt richtig Geld richtig zusammen. Viel, ja. Und du hast die halt abgesichert für einen Fuffi im Jahr oder als Familie für einen Hunderter im Jahr. Maximal. Also ich glaube, unsere Empfehlungen kosten irgendwie so um die 80 Euro oder so. Und das sind echt gute Tarife. Und ich meine, klar, wirklich, es gibt Leute, für die sind 100 Euro im Jahr trotzdem viel Geld. Voll. Klar, ne? Das darf man überhaupt nicht verharmlosen. Aber 100 Euro kann man, glaube ich, irgendwo reinsparen für den krassen Gewinn, den du halt ja, hast. Ja, brutal, ja, voll. Also ich weiß nicht. Also selbst wenn du jetzt als Single das irgendwie rechnest, sind das 5 Euro im Monat, wenn du 60 Euro im Jahr zahlst. Also ich rechne bei solchen Summen immer so, ja, das ist halt ein Weißsauer. Sagt man Weißsauer? Weißweinschorle. Also 5 Euro ist ungefähr eine Weißweinschorle. Ah. So, genau. Und dann denke ich mir so, das ist halt gar nichts. Weil, also, ich rechne das immer in McDonald's Cheeseburgern. Wirklich. Das ist einfach mein Preisäquivalent. Ich sage immer so, okay, das sind jetzt ungefähr 80 McDonald's Cheeseburger. Ja, krass. Die kann man halt einsparen. Ja, aber 80 ist halt echt viel. Aber wenn du es auf einen Monat runterbrichst, ist dann wieder, dann geht das wieder voll klar, finde ich. Und ja, aber ich meine, 365 Tage, 80 McDonald's Cheeseburger kann man schon einsparen. Ja, voll. Also, würde mir vielleicht auch ganz gut tun. Oh Mann, ja genau. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt, der ist auch wichtig. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Das ist nämlich mein Lieblingspunkt, Internetnutzung. Exakt. Ah, wer kennt es nicht? Bestimmt schon mal in der Arbeit die Mail bekommen, dass irgendjemand auf so einen Phishing-Link geklickt hat und jetzt müssen alle zum verpflichtenden Training, dass man nicht auf Phishing-Links klickt. Kann einem ja passieren, ne? Oder du wirst irgendwie, dein Router wird gehackt und jemand baut von deinem Router aus Scheiße, lauter so ein Kram. Mhm. Kannst du ja bei der Haftpflicht auch einfach mit abdecken und dann stresst dich das nicht und du musst jetzt nicht überlegen, also klar, jeder sollte sein WLAN-Router okay sichern. Ne? Ja, das wäre ganz gut. Das einfach ist ja auch für so Versicherungen wichtig. Ja, ja, voll. Aber wenn du quasi dich normal verhältst und nicht krass fahrlässig bist,
dann kommen die halt für sowas auf, wenn irgendjemand zum Beispiel von deinem Router aus einfach Schäden verursacht im Internet. Ja, das wusste ich tatsächlich gar nicht, aber das ist richtig krass. Habe ich, danach habe ich, tatsächlich, es war für mich voll das Kriterium bei meiner Haftpflicht. Echt jetzt? Auswahl, ja, weil ich mir gedacht habe, so, oh ja, in meinem Kopf ist die Gefahr wahrscheinlich viel größer, als sie in echt ist. Ich meine, warum sollte irgendein Hacker sich meinen Router aussuchen? Also, ja, aber das denken sich vielleicht viele und dann, sonst gäbe es ja vielleicht die Klausel gar nicht, wenn es nicht möglich wäre. Ja. Und dann gibt es noch einen wichtigen Punkt. Ja, Schlüsselverlust. Ja, Schlüsselverlust fühle ich. Also viele Leute wohnen wahrscheinlich, gerade wenn man in neueren Häusern wohnt, in so Häusern mit einer Schließanlage. Ne? Mhm. Also du hast einen Schlüssel für die Haustür und einen Schlüssel für die Wohnungstür. Mhm. Haben dann alle Leute, und das heißt ja umgekehrt, wenn jetzt ein Schlüssel verloren geht, muss man oft alle Schlösser austauschen. Mhm. Und das ist natürlich richtig, richtig teuer. Das ist fucking teuer. Noch viel peinlicher, wenn es dir in der Arbeit passiert. Ja. Dann musst du zu deinem Chef gehen und erstmal sagen, du hast den Schlüssel verloren. Boah. Mhm. Dann müssen die alle ausgetauscht werden. Und ich meine, wenn du bei einer größeren Firma arbeitest, da werden das halt richtig schnell richtig viele Schlüssel und Schlösser. Das können tausende Euro sein. Mhm. Deckt die Haftpflichtversicherung in guten Fällen ab. Mhm, und das Gute ist, ich glaube, alle unsere Empfehlungen decken das ab. Genau. Also alle Bausteine, die wir jetzt gesagt haben. Exakt. Haben alle unsere Finanztipp-Empfehlungen abgedeckt. Also, das ist es halt. Wir müssen uns gar nicht... Also, oder ihr müsst euch als Privatperson gar nicht den Stress machen und da irgendwie durch das Kleingedruckte lesen. Haben wir ja schon erledigt in unseren Ratgebern. Beinhalten alle Empfehlungen diese ganzen wichtigen Punkte. Deswegen gibt es uns ja. Vor allem, also klar, menschlich, jetzt du verlierst den Schlüssel für die Firma, so der Cringe-Moment bleibt. die Scham, wenn ich zu meinem Chef gehen muss und irgendwie sagen muss, boah, ich war... wie ich mit meinen Kollegen nach der Arbeit noch kickern war, war ich ultra dicht und habe den Schlüssel fürs Büro verloren. Ey, aber voll. Also menschlich bleibt natürlich ein Fiasko. Mhm. Ich hätte 5 Jahre später immer noch so ein mieses Gefühl, wo ich denke, wieso ist mir das passiert? Aber es wäre immerhin, ich wäre jetzt nicht pleite deswegen. Exakt. Oder mein Notgroschen wäre nicht weg. Ja. Also es wäre mir einfach nur hart peinlich. Ja. Die nächsten 8 Weihnachtsfeiern oder so. Nutzt nichts. Einfach nur Arbeitgeber wechseln. Namen ändern, umziehen. Ja, Zeugenschutzprogramm. Let's go. Okay. So. Punkt 3 ist meine absolute Lieblingsklausel. Ja. Die ist im Alltag vielleicht gar nicht so wichtig. Nee. Aber für mich ist es einer der größten Stressfaktoren wirklich überhaupt. Ich nenne es immer die Scheiß-drauf-Klausel. Ich lieb's einfach. Keine Selbstbeteiligung beim Mietwagen. Ja, Mann, das ist richtig gut. Das ist das Allerbeste. Du kommst im Urlaub an. Mhm. Dann musst du erstmal warten, bis dein Gepäck kommt. Mhm. Also, jetzt mal angenommen, du bist geflogen. Mhm. Dann stehst du da an diesem Band, dann musst du erstmal aufpassen, dass nicht irgendwer anders deinen Koffer mitnimmt. Alles schon erlebt. Oder dass dein Gepäck überhaupt ankommt. Ja. Dass es überhaupt nicht weg ist. Und normalerweise denkst du, okay, jetzt kann ich stressfrei in Urlaub starten. Ja, kannst du halt nicht, weil wenn du einen Mietwagen gebucht hast, dann musst du jetzt erstmal diesen Mietwagenschalter finden. Wenn du Pech hast, musst du mit dem Shuttlebus dahin fahren. Ja, noch schlimmer. Stimmt. Jetzt bist du da, dann bist du irgendwann dran, nachdem du ewig bei 35 Grad gewartet hast. Mhm. Und dann hast du diesen ganzen Papierkram ausgefüllt, hast du dich 8-mal dagegen gewehrt, dass er dir irgendwelche Zusatzbausteine verkaufen will. Und jetzt ist das Auto da und der Typ geht mit dir zu dem Auto und geht mit dir um dieses Auto. Aber das innerhalb von 5 Sekunden. Das dauert dann so. Er rennt mit dir gefühlt. Ja, genau. Auto. Er sagt so, oh ja, little damage hier. Und du denkst, was? Wo? Okay. Ja, genau. Ja, und das Ding ist totaler Stressmoment. Du denkst jetzt, oh, ich muss jetzt schauen, wie viele Schäden sind da schon drin. Da muss ich die dokumentieren, damit sie mir keinen unterschieben, wenn ich es zurückgebe. Genau. Super stressig. Das Gleiche beim Zurückgeben. Du denkst, oh, ist jetzt irgendwas passiert, was ich nicht bemerkt habe? Wie wir da, keine Ahnung, im Supermarkt waren, ist da jemand hat da jemand seinen Einkaufswagen in die Karre rollen lassen oder so? Richtig hohes Stresslevel im Urlaub, wenn du dich eigentlich entspannen willst. Und wenn du halt keine Selbstbeteiligung hast, dann kann dir das egal sein. Dann kann jemand am anderen Ende vom Parkplatz abschüssig dem Einkaufswagen vollen Schubs geben und den da hinten reindonnern. Klar, das ist super nervig, weil du musst diesen Bericht ausfüllen. Mhm. Aber es ist halt egal. Ja,
voll. Und ich finde, Mietwagen ist allgemein so ein kleiner Stressfaktor, weil du, also erstens bist du dann meistens in irgendeiner anderen Stadt, da musst du dir merken, wo du es geparkt hast, wie du es geparkt hast. Kommst du am nächsten Tag an, steht es dann da überhaupt noch? Weil du weißt ja auch nicht so, ist die Gegend sicher oder keine Ahnung, was weiß ich. Ich habe halt selber auch kein Auto, deswegen weiß ich nicht, ob das Autobesitzer sonst diese Angst ums Auto haben. Aber ich habe das halt manchmal so, wo ich mir denke, oh Gott, habe ich auch abgeschlossen, oh mein Gott, passt das alles? Und so ist es halt wirklich so, scheiß drauf, wenn ich morgen aufstehe, das Auto ist nicht da, okay. Und das, also so eine Selbstbeteiligung kann halt richtig krass sein. Also das können so 950, 1150, in manchen Fällen über 2000 Euro sein. Mhm. Und wenn du dieses Häkchen gemacht hast, klar, ist natürlich logisch, man geht mit so einem geliehenen Auto okay um. Ja, ich meine, voll. Aber es kann dir halt wurscht sein. Mhm. Man sagt ja nicht umsonst, schnellstes Auto der Welt ist ein Mietwagen ohne Selbstbeteiligung. Geil. Aber finde ich, ist echt super wichtig, auch wenn es so ein Nischenmoment ist. Mhm. Und halt, du hast halt auch bei der Rückgabe keinen Stress. Du könntest ja theoretisch einen brennenden Autoreifen zurückgeben, also einen einzelnen. Ja. Und du könntest halt, hättest halt keine Selbstbeteiligung. Also es ist wirklich eine Erleichterung. Das Einzige, worauf man schauen muss, es gibt eine Unterscheidung. Mhm. Du kannst es durch Erstattung haben. Also genau. Quasi, du musst zuerst bezahlen und dann kriegst du es erstattet. Oder es gibt von Anfang an keine Selbstbeteiligung. Die ist meistens ein bisschen teurer, die Version, dafür halt auch ein bisschen weniger kompliziert. Mhm. Ich hatte tatsächlich mal den Schaden an einem Mietwagen ohne Selbstbeteiligung. Ganz normal Reifenpanne. Mhm. Also der hatte einfach hinten rechts einen Platten. Da habe ich das mit diesem Reparaturkit geflickt und so. Und wie ich den zurückgegeben habe, habe ich ja halt gesagt, ja, hinten rechts, ne? Das ist das Reifenwarteffekt. Mhm. Diesen Bericht mit abgegeben. Und das war ein Mietwagen mit Erstattung, weil das so viel billiger war. Und da habe ich dann quasi die Rechnung bekommen. Dann habe ich das überwiesen, habe sie danach bei dem Veranstalter, heißt es dann, eingereicht und habe dann den Betrag zurückbekommen, aber ohne die Mehrwertsteuer. Das ist auch richtig krass. Ja. 19% musste ich quasi bezahlen, aber mein Gott, was hat der Reifen gekostet? Ich glaube 110 Euro. Also die 19% kann man dann verschmerzen, so. Also die 20 Euro. Ja. Ja, voll. Weiß gegenüber nicht. Vielleicht 120, 20, das passt. Okay, voll. Krass stressiger Fall, was ich immer noch mit anhake, ist auf jeden Fall die Mallorca Police, heißt die. Also, das ist halt so, hat sich so eingebürgert, dass das Ding so heißt. Das ist einfach eine Versicherung, dass wenn du quasi einen Unfall mit Personenschaden verursachst, die du ausreichend geschützt bist und vor allem die anderen Personen, die du schädigst, also im Ausland ist es nicht unbedingt der Fall, dass die Haftpflichtsummen da hoch genug sind und das setzt quasi einfach die Summen auf das deutsche Niveau. Wenn du, wie vorhin, du verursachst einen Unfall und sorgst bei jemandem für einen Personenschaden und dann sind halt du und vor allem auch die andere Person, das finde ich, ist auch echt nach deutschen Standards abgesichert. Nach deutschen Standards abgesichert, Ich habe die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, aber ich weiß nicht, zum Beispiel in anderen Ländern bewegt sich das so im Tausenderbereich, also keine Ahnung, ein paar Hunderttausend. Und die deutschen Mallorca-Policen, die sind dann in Millionenhöhe. Also genauso wie bei der Haftpflichtversicherung. Einfach je höher, desto besser. Je mehr und je größer, desto besser. In dem Fall auf jeden Fall. Und ich liebe es halt auch wirklich, wenn du einen Mietwagen buchst für einen Urlaub. Ich finde, Urlaub buchen ist für mich schon so, ich genieße es voll. Das baut auch so Vorfreude auf bei mir. Und das ist so ein guter Moment. Du klickst so, also wir empfehlen ja Check24 und billigermietwagen.de. Mhm. Egal bei welchem, wenn du auf dieses Häkchen klickst, mit keine Selbstbeteiligung, das ist so ein geiler Moment, wenn sich die dann so umsortieren und denkst, oh ja, das ist einfach gut. Ich habe das bis jetzt tatsächlich einfach intuitiv so gemacht, ohne Selbstbeteiligung, weil ich mir einfach den Stress nicht geben wollte. Aber ich weiß nicht, ey, wir können doch Umfragen machen auf Spotify und stimmt mal ab, ob ihr auf die Selbstbeteiligung bei Mietwagen verzichtet oder nicht. Okay, also was haben wir bisher durch? Wir haben Notgroschen, Haftpflicht, Mietwagen. Und dann bleiben wir noch beim Urlaubsthema und dann kommen wir zur Kreditkarte. Weil die ist für den Urlaub natürlich auch sehr wichtig. Ich glaube, im Alltag geht es noch relativ. Ich habe zum Beispiel persönlich noch keine richtige, oder was heißt noch? Ich habe einfach bisher mir keine richtige Kreditkarte geholt. Das ist jetzt schon ein bisschen trauriger Moment. Ich weiß, aber ich bin bei der DKB und ich hatte damals noch eine kostenlose Kreditkarte. Dann haben die ja das alles umgeswitcht
Und ich bin irgendwie mit meiner Debit voll zufrieden. Aber ich muss auch fairerweise zugeben, seitdem die das umgeändert haben, seit 1,5 Jahren, war ich ja nicht so richtig fett krass auf Urlaub. Das heißt, so Mietwägen und Hotels, wofür halt eine richtige Kreditkarte eigentlich sehr wichtig ist, dass die Kaution dahinterlegt werden kann auf den echten Kreditkarten, weil das mit Debit geht es halt nicht so gut oder geht es gar nicht oder geht es in manchen und Einzelfällen, hatte ich halt einfach den Fall noch nicht. Das heißt, aber normalerweise bin ich immer diejenige, die mit einer Kreditkarte immer vorne steht, von meinen Freundinnen und auch in der Family so. Dann, die wissen, Christine hat eine Kreditkarte und wir müssen uns um nichts kümmern. So Hotel, Mietwagen wird schon alles funktionieren. Das ist jetzt ein trauriger Moment, das weißt du, weil du keine Kreditkarte hast, was eine krasse Finanztipp-Empfehlung ist. Sonst, ich weiß. Sonst bei Saidi werde ich immer geschämt. Achso, okay, das wird hier einfach weitergereicht, diese Tradition. Ja, passt. Und ist natürlich auch ein trauriger Moment, weil du anscheinend 2,5 Jahre nicht krass im Urlaub warst oder 1,5 Jahre. Ja, das ist halt richtig traurig. 1,5. Das ist schon bitter. Also. Ja, ich weiß. Aber man muss auch sagen, ich hatte, glaube ich, Glück einfach. Mietwagen habe ich nicht gebucht, das haben dann einfach andere übernommen. Das ist auch gut, dann musst du nicht fahren. Smart. Ja, aber ich fahre halt sehr, sehr gern. Ja, aber das zweite Leute eintragen, das geht auch auf unseren Empfehlungen. Also ich weiß von billigermietwagen.de, dann kannst du das super easy anhaken und bei guten Veranstaltern ist es nämlich dabei. Genau. Genau, aber eigentlich ist eine Kreditkarte super wichtig, weil wenn du vor allem außerhalb von Europa verreist, dann solltest du halt sicher gehen, dass du kostenlos bezahlen und Geld abheben kannst. Weil das ist ja auch super, super strange. Ich glaube, ich habe mir selber einfach davor nie Gedanken darüber gemacht, dass wenn du mit einer Kreditkarte oder mit einer Debitkarte oder mit einer Kreditkarte, mit der du nicht im Ausland gebührenfrei bezahlen kannst, dass du für jede Transaktion zahlst, weil die einen Fremdwährungsaufschlag verrechnen. Das wusste ich nicht, aber das ist so wild und krass unfair. Vor allem zahlst du ja keinen, du zahlst ja keinen festen Betrag, sondern so einen Prozentbetrag. Genau, so einen Prozentsatz. Das ist richtig, richtig teuer. Also, ja, Mann. Das kann richtig kosten. Und mit der Kreditkarte, also du kriegst einmal, die funktioniert fast überall auf der Welt. Du wirst fast überall auf der Welt einen Automaten finden, an dem du Bargeld kriegst. Und das Gute ist halt, du kannst in eine normale Bankfiliale gehen und da abheben. Du musst nicht irgendwo, wo du nicht weißt, ob der Kurs jetzt gut ist oder nicht, genau. Shady Bargeld umtauschen. Ja, das stimmt. Wofür du ja auch wieder viel Euro-Bargeld dabei haben müsstest, was wieder ein Stressfaktor ist. Also du hast die Kreditkarte dabei, steigst aus dem Flugzeug, hebst Bargeld ab. Oft kann man es ja sogar machen, während du auf das Gepäck wartest, weil es da Geldautomaten gibt. Und jetzt kommt nämlich der ultimative Finanztipp. Niemals am Bargeldautomaten wechseln oder den Kurs immer umrechnen lassen. Lokaler Währung. Genau, immer in lokaler Währung abheben, weil deine Bank hat meistens einen besseren Kurs als der Automat, weil der pokert natürlich auf Leute, die nicht Finanztipp hören und folgen und deswegen wollen die ein bisschen Cash machen. Aber wir sind ja alle schlauer. Wir machen es in der Währung von dem jeweiligen Land. Und das Ding ist natürlich, auch wenn man jetzt denkt, ich miete eigentlich nie ein Auto, ich bin nie in Hotels und ich fahre selten in Urlaub, gibt es trotzdem ein super gutes Argument für eine Kreditkarte. Das wäre? Guter Käuferschutz. Auch wenn du online kaufst. Ja. Ja, und man kann jetzt natürlich auch sagen, okay, ich miete nie ein Auto, ich fahre nie Urlaub, ich brauche nie ein Hotel, warum sollte ich eine Kreditkarte haben? Es gibt tatsächlich noch, finde ich, ein zusätzliches Argument. Kreditkarten haben halt guten Käuferschutz. Das stimmt, ja. Wie bei PayPal. Also wenn du jetzt online kaufst, funktioniert es dafür super und im Gegensatz zu PayPal funktioniert halt die Kreditkarte auch an der Tankstelle oder irgendwo, wo du kein mobiles Internet hast. Also und PayPal wird auch nicht überall akzeptiert. Genau, also. Kreditkarten werden fast überall oder werden sehr oft akzeptiert. Mhm. Du kannst damit gut Bargeld abheben. Sie kosten nichts, unsere Finanzempfehlungen. Also. Vor allem tatsächlich bei shady Verkäufern online wird tatsächlich eher Kreditkarte als PayPal akzeptiert, finde ich. Und dann Am Anfang hatte ich so ein bisschen, noch so ein bisschen so eine Scheue oder halt irgendwie so, wo ich mir gedacht habe, soll ich nicht? Und jetzt denke ich mir so, ja, aber ich bin ja safe. So, ich finde, das lässt mich auch nachts besser schlafen. Guck, ich zahle dann wieder einen Callback. Ja. Ich zahle dann und denke mir, Visa holt sich die Kohle von ihm schon zurück und ich kriege sie von denen. Also. Voll, genau. Geil. So. Und dann letzter Punkt.
zum letzten Punkt und der ist natürlich super offensichtlich, weil das, was wir Tag ein, Tag aus bei Finanztipp predigen, ist ein weltweiter ETF. Wir haben letztens irgendwann mal, hatten wir wieder ein All-Time-High vom DAX und dann hieß es so, ja, und der liegt jetzt bei so und so viel Prozentpunkten und ich finde, mich hätte das, wenn ich nicht damit arbeiten würde, mich könnte es nicht härter langweilen, als irgend so in der Tagesschau oder keine Ahnung, bei irgendwelchen Nachrichten, wenn die ganze Zeit durchgegeben wird, wo der DAX steht. Ich bin mit meinem weltweiten ETF, mit dem MSCI World, denke ich mir so, Leute, macht's doch, was ihr wollt, Börse, macht, was ihr wollt. Mein ETF, der läuft einfach, ich gucke da vielleicht ein, zweimal im Jahr rein, vielleicht auch ein bisschen öfter, aber nur, weil ich hier arbeite. Das ist halt auch so. Es ist mir herzlich egal, wie die Börse sich verläuft, weil ich weiß, ich bin langfristig, bin ich abgesichert. Und auch wenn jetzt der DAX All-Time High hat, das nimmst du ja mit. Exakt. In deinem MSCI World ETF. Exakt. Also hast du kein FOMO. Genau. Weil also Fear of Missing Out. Ja, genau. Angst, dass du es verpasst. Genau. Weil alle 40 DAX-Unternehmen sind im MSCI World. Stand heute drin. Und das Ding ist, wenn es jetzt richtig schlecht läuft für den DAX, kann ja auch passieren, haben wir auch schon erlebt, dann hast du halt 1400 irgendwas andere Unternehmen, die das auffangen. Und, ich weiß nicht, über 20 weitere Länder, wo es auch besser läuft wahrscheinlich als Deutschland. Und du hast halt nicht so ein, wie sagen wir denn dazu? Klumpenrisiko. Klumpenrisiko, danke. Ja, genau. So, ja. Es ist super entspannt. Und du musst halt auch nicht auf die Tagesschau schauen oder auf die Zahlen oder denken, oh, jetzt ist er oben, das ist gut, oh, jetzt ist der DAX unten, genau. Das ist schlecht für mich. Genau. Kannst einfach relaxen, alle arbeiten quasi für dich, egal ob es jetzt Apple ist oder LVMH mit ihren Luxusprodukten. Ja, genau. Und voll viele sagen ja, also zum Beispiel, egal was passiert und egal wo was passiert, also jetzt zum Beispiel, wenn wir es auf Branchen reduzieren, jetzt ist letztes Jahr in der Ukraine ein Krieg ausgebrochen. Ich habe mir den MSCI World nochmal angeguckt zu dem Zeitpunkt. Der ist kurz eingeknickt, hat sich dann aber wieder gefangen, weil du natürlich im MSCI World so verwerflich das auch sein mag oder wie ethisch verantwortlich oder wie ethisch das auch ist. Darüber will ich gar nicht werten, so, das ist auch nicht meine Aufgabe hier heute. Du hast halt immer noch Rüstungsindustrie auch mit drin und wenn ein Krieg ausbricht, machen die halt Geld damit, weißt du, wie ich meine? So, und das ist, du hast dann halt immer so viele Branchen und irgendwas fängt dich dann immer wieder auf. Egal, ob es ein Land ist oder eben, keine Ahnung, irgendeine Branche. Genau. Breit gestreut, nie bereut. Exakt, so ist es. Und, oh Gott, sorry. Und wenn wir schon hier bei so Sparschwein, fuck, wie heißt Phrasenschwein. Phrasen sind. Es gibt nämlich tatsächlich, voll viele Leute sagen so, ey, es kann ja nicht immer nach oben gehen, so irgendwann ist der Zenit erreicht. Ja, vielleicht, das ist aber nochmal ein anderes Thema, aber im Endeffekt handeln ja alle Unternehmen mit dem Ziel, zu wachsen und mehr zu produzieren. Das heißt, die Kernaufgabe oder der Hauptgedanke der Börse ist es, zu sagen, die Markt- oder die Weltwirtschaft wird Gewinne erzielen. Und diese Gewinne nimmst du mit einem MSCI World oder mit einem FTSE Developed oder All World, die nimmst du ja immer mit. Und das lässt mich halt auch so beruhigt schlafen. Und ich muss nicht die ganze Zeit auch, selbst wenn wir nur Einzelaktien betrachten, so, ich muss nicht die ganze Zeit gucken, fuck, kaufe ich jetzt, okay, verkaufe ich jetzt meine Einzelaktien? So, nee, da läuft monatlich einmal, sobald mein Gehalt eingegangen ist, geht dann genau ein Dauerauftrag von meinem Girokonto auf mein Depot und da wird einfach monatlich für Summe X ETF-Anteile gekauft. Und es ist halt auch viel billiger, als selber eine Streuung aufzubauen. Exakt. Also zum Beispiel eine Apple-Aktie oder eine LVMH-Aktie ist halt so teuer, dass es für viele Leute richtig, richtig schwierig ist, sich darüber eine gute Streuung aufzubauen. Genau. Und das kannst du da ja schon mit kleinen Beträgen machen. Voll. Also, ist auch halt doch super demokratisch. Ja, das stimmt. Stimmt, ja, voll. Aber es bringt uns total gut zu unserer User-Frage. Es ist fantastisch. Die wir heute haben. Ja, warte. Ich suche dir nochmal raus. So, und zwar kam die von Damhus Niklas. Und er fragt, wie geht ihr das Thema Entspannen im Alter an? Ich finde die Frage sehr passend für uns zwei.
Ja, also ich verstehe es so, dass es wirklich darum geht, wie man, sag ich mal, ruhigen, entspannt auf den Ruhestand schauen kann, der ja irgendwann kommt. Ich meine, wir wissen, glaube ich, beide, die gesetzliche Rente wird jetzt für uns nicht so ganz reichen. Das Ding ist halt wirklich mein ETF-Sparplan. Das ist es halt für mich. Ich spare da jeden Monat rein. Ich passe den an Gehaltssteigerungen an. Ich passe den an die Inflation an. Genau, das ist auch wichtig. Das ist super wichtig, ja, dass du quasi die Inflation eben mit einpreist, weil ja deine Sparrate mit der Zeit immer weniger wert wird. Und damit baust du halt ein Vermögen auf. Ja. Und dann stehe ich zum Alter irgendwann da und entspare den nach und nach und kann halt, keine Ahnung, im Eiskaffee sitzen und ein bisschen rumgranteln oder so, worauf ich dann halt wofür ich endlich Zeit habe, worauf ich Bock habe. Nice. Hast du es dir schon ungefähr überlegt, wie du es mit dem Entsparen machen möchtest? Hast du da schon irgendwie eine Strategie entwickelt, ob du das alle paar Jahre machen willst oder? Das ist so weit weg, tatsächlich. Ja? Okay. Ja, voll. Ja, okay. Ich habe mir tatsächlich noch irgendwie keine Gedanken ums Alter gemacht. Ich glaube, ich habe das Gefühl, es hat bei mir das jetzt so angefangen, so mit Beruf und Studium fertig. Aber natürlich, ETF, dafür machen wir es ja irgendwie. Und irgendwo, für mich ist tatsächlich auch noch so ein Punkt Miete. Ich bin Mieterin, ich habe kein Eigentum. Und ich denke mir so, ey, im Alter, so, ich muss mich nicht stressen, wenn ich eine zu große Immobilie noch habe, keine Ahnung, ein Riesenhaus. Weil wie oft sehe ich das, vor allem da, wo meine Eltern sind oder da, wo ich auch aufgewachsen bin, dass so alte Ehepärchen in so Riesenhäusern wohnen, die denen viel zu groß sind, die mit dem Gartenhaushalt nicht mehr hinterherkommen, aber auch gleichzeitig irgendwie nicht verkaufen wollen. Und ich denke mir so, ey, das kann mir so herzlich egal sein. Wenn ich dann Bock auf eine kleinere Wohnung habe, dann ziehe ich in eine kleinere Wohnung. Wenn ich Bock habe auf eine Finca in Spanien, weil da einfach das Wetter besser ist, dann sage ich so, tschö, und weg bin ich. Und dann hole ich mir einfach da eine Wohnung. Also das, ich glaube, das ist für mich auch so Entspannung im Alter, weil dann kann mir ja wirklich alles egal sein. Ich muss mich ja, das ist ja das Schöne, Rentner-Dasein, du musst dich hoffentlich um so wenig wie möglich kümmern und stressen. So, dann hast du wenigstens mal so einen Rentnerstress, dass du sagst, okay, ich muss bis um 10 Uhr meine Tageszeitung gelesen haben und dann beim Kaffeeklatsch mit irgendjemandem sein. Aber sonst, dass du halt einfach wirklich keine Sorgen mehr hast und dann einfach flexibel bist. Egal ob finanziell oder wohnungstechnisch. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass Xenia Mallorca-Rentnerin wird. Nicht Mallorca. Es gibt schönere Fleckchen in Spanien, glaube ich. Voll. Aber das ist doch schön. Ich finde, das war jetzt voll der schöne Schlussgedanke noch. Ja, vielen Dank, dass du Saidi vertreten hast. Ja, vielen Dank, dass ich es durfte. Immer Saidi gerne. Ist nächste Woche wieder am Start. Ich nehme hier niemanden seinen Platz weg. Und wenn dir unsere Folge gefallen hat, egal wo du unseren Podcast hörst, dann lass uns gerne eine gute Bewertung da. Würden wir uns auf jeden Fall freuen. Vielen Dank, Xenia. Vielen Dank, Emil. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.